Tage zuvor. Hurry, get up! It's coming for me! Gasse, wenige Tage zuvor. Alter. Was ist denn das gewesen? Das ist Catherine mit K, die einfach riesig ist. Hier in dem Traum, wir werden es nie sehen. Okay, schade. You okay? Hello? Do you know where you are? Okay, never mind that. How about a name? Rin. Rin? That's a nice name. Who is that, though? Oh, Gedächtnisverlust, ich erinnere mich, das war ihr Ding. Yeah. What was that? The amateur hour. Oh, don't say that. Rin's working really hard. Vincent? What did you think of my performance? Oh, God. It was, nice. Great. Yeah, great. Really, unique. Gedächtnisverlust, ich erinnere mich, so klingt gut. I was hoping to play a little better than that, but... Don't worry about it. No one gets things perfect the first time around. I guess you're right. I'll have to keep practicing. Yeah, if the bar doesn't go out of business by then. God! Well, I'll see you later. See you. Well, nobody's perfect. I mean, if she's that cute, who cares, right? Okay, kurze Umfrage. Männer, Frauen im Chat. Findet ihr Rin attraktiv? Like, also so sexually attraktiv, dass ihr sagt, oh, nice. Ich meine, sie ist halt so süß. Man ist so, oh, armes Kind. Ja, komm, ich penne dir nur noch was zu essen. Ist ja in Ordnung, aber like, zu jung, oder? Also ich finde, die wirkt halt, okay, ein paar sagen ja, aber ich finde, die wirkt halt wie so ein, die ist kleine Schwester cute, oder? Das ist so kleine Schwester cute und nicht so Freundinnen cute, weil es gibt auch so dieses, wenn Leute irgendwie so tollpatschig sind, dann ist das ja auch cute, aber dann halt nicht so, und Mama, habe ich gut Klavier gespielt? Find's nur so, okay. Ich finde, süß ist eine Sache, aber die ist halt kindlich. Das ist halt, finde ich, nicht süß, das ist halt kindlich. Es gibt einen Unterschied zwischen süß und kindlich, für mich persönlich. Do you anyway? Saving some cute girl from a stalker in the streets? Sounds like a daytime soap opera. That stuff doesn't really happen. Well, it did, so give it a rest. Does that girl really have amnesia? Erica, you took her to the doctor, right? Did they find anything? Not really. They think it's only temporary. But it must be hard when the only thing you remember is wanting to play piano. Hey, so are you two really neighbors now? Yeah, the last guy just happened to move out. Better keep your hands off her. Oh, shut up. It's not like that. I'm an old man over here. But you guys really came through for us. You know, also er und Rin, was a great idea, huh? We have you guys and even a police officer as customers. Not to mention, public spaces are a lot safer if she's really being stalked by someone. Yeah. Rin ist neu in der Full Body Edition, oder? Ja, vorher waren es nur Catherine und Catherine, jetzt ist es Catherine und Rin. You can drink by pressing the square button. Or get up by pressing the circle button. Okay. You've gotten your hands on something special. The true power of that item can be unleashed in the bathroom. Ah, wir haben die Brille bekommen. You can raise your intoxication level up to 3 times. How drunk Vincent gets corresponds to how fast he moves that night in his nightmare. Je betrunkener er ist, umso schneller wird er sich in seinem Albtraum bewegen. Shit. I've never cheated in my life before. Ich will aufstehen und auf Klo gehen und mir die Brille anschauen. Wie gehe ich auf Klo? Du bist süß, warum können wir nicht? I wonder who the stalker was. Rin doesn't seem worried, but you can never be too careful. Well, if shit hits the fan, you'll protect her, right? It's your problem too? Seriously.
Wer hätte gedacht, dass der gute Vincent schief gehen würde, fremdgehen würde. Da ist die Toilette. Rein in die Toiletten. Ich will diese Brille aufsetzen und gucken, was das macht. Oh. Nice. Are you going to look away again? I'll be waiting at the torture chamber. I wonder what kind of punishment will be waiting for you. Huh? What's this? Hidden shelf? There's something inside. What are these? Glasses? Ah, he's the boy. I guess I'll try them on. If you ever wish to take those naughty glasses on or off, make your way to the bar's restroom. Really? Wir ziehen jetzt die Brille an und können uns jetzt die Unterwäsche der Leute anschauen. Dafür ist die Brille. Ja, Mensch, Leute. Dann müssen wir doch mal ganz schnell einmal aufstehen und einmal rumlaufen. Okay. Wer trägt sowas? Hallo, Rin. Thanks for everything, Vincent. Die trägt doch so Kleinkinderunterwäsche. Oh mein Gott. And I'm really excited to play the piano at a place with such an adorable name like the Stray Sheep. I don't thank me, thank Erica. Oh, no, wait, actually, it was Boss who hired you. So I heard that you're getting married? Well, I don't know about that. We have been together quite a while though. I see. Wer trägt ein Korsett zur Arbeit? Come on! Wer trägt ein Korsett zur Arbeit? Hier sind nur Männer. Wo ist Catherine mit C, wenn man sie mal sucht? Frau mittleren Alters. Would you like to speak to Lindsay? Would you like to speak to Martha? Oh, sorry for staring. Please sit. Oh no. Have you ever heard this story? The man who climbs the highest mountain gets his every wish granted. What's that? It said a man climbed that mountain 300 years ago and was given a fortune. It said a man climbed that mountain 700 years ago and was given the world. A man who climbs the mountain now will be given his future to do it as he pleases. Is this a fairy tale or something? These are true stories. The story of Rapunzel is based on this true story. A prince who was able to climb a very tall tower gained his princess. Now, what will you gain? Huh? Will you become the man of legends? Fantastische Neuigkeiten. Glückwunsch, ist Erfolgsstufe 1 abgeschlossen, den unterirdischen Friedhof. Wähle Award im Handymenü aus, um deinen Highscore auf Stufe 1 anzusehen und deinen Rekord zu brechen. Vielleicht nicht. Verbringst du Zeit im Stray Sheep, erhältst du Textnachrichten auf deinem Handy. Auf manchen kannst du sogar antworten. Okay. Mit der Filmfunktion kannst du dir ansehen, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Glückwunsch, ist Level 2. Kerker der Verzweiflung erfolgreich abgeschlossen. Nice. Ach, das sind die ganzen Cutscenes, die man sich dann nochmal angucken kann. Der Morgen danach, schattenhafte Erinnerungen, Kommunikationsprobleme. Was heißt das mit der Brille? Wir können uns das nochmal anschauen mit Hornbrille. Müssen wir mal ausprobieren, liebe Freunde. Einfach nochmal wissen, was das für ein Feature ist. Glück ist gute Gesundheit und schlechtes Gedächtnis. Holy shit. Aber sie ist nackt, jetzt können wir einfach durch ihren Körper durchgucken. Hä, aber sie ist jetzt angezogen, war sie nicht eben nackt? Wie seltsam diese Brille aussieht. Du hast ihm mehr angezogen, ich glaube auch. Haben ja richtig viel gesehen. Es war gut, dass wir die Brille mal angezogen haben. Na gut, ich lasse die Hornbrille einfach für das restliche Spiel an. Wir werden sehen, mal gucken. Trinken wir noch was mit den Boys? Ich will mich einmal komplett besaufen und gucken, was passiert. Trinken. Gluck, gluck, gluck. Oh, cheating, huh? It's not like I can just apologize for it and everything will be fine. Das stimmt. Noch ein Schluck, noch ein Schluck. Gluck, gluck, gluck. I know this is sudden, but here is some trivia for you, as you seem to have finished the glass. Ein bisschen plötzlich, weil das Glas leer ist, ein wenig Fachwissen. Was ist wegen Anno, Alter? How about pairing a nice cocktail with the juices? That was the cocktail trivia for tonight. Nice. Hey, can I get a drink? Understood. Here you go. Rin, I didn't order wine.
It looks really expensive. The full bodied stuff. Rin, ich hab Hunger. Oh? Sorry, I made a mistake. Don't worry about it. But please let me know if there's anything else you'd like to order. Vielleicht noch ein Drink? Bitte? Ein Wein, ein Cocktail, ein Bier, ein Sake. Ein Cocktail. Yeah, rum and cola. Sake, please. I'll take a beer. Rum und Cola ist auch ein Long Drink und kein Cocktail. Naja. Okay. Mehr trinken. Ich glaube, was passiert, wenn wir richtig besoffen. Just have to accept it as a one-time screw. I'm glad Rin's doing okay, but her performance is still... Well... Tea already? What would you like?